Herr Lauterbach, ehrlich und aufrichtig, schön, dass Sie da sind. Wir haben 42, 43 Jahre auf Sie gewartet. Das freut mich auch sehr. Ja, man kann es gar nicht glauben, aber ich habe Sie zwar schon häufiger gesehen, aber selbst das gebe ich zurück. Das gebe ich zurück. Ich bin praktisch mit Ihnen aufgewachsen. Also große Ereignisse werfen Ihre Schatten voraus, so wie Ihr Kommen. Ich muss sagen, wenn ich mich so auf Sie vorbereite und lese, wie trainiert Sie sind, wie sehr Sie darauf achten, dass Sie gut in Form bleiben, da kriegt man richtig Komplexe. Ich will aber wissen, ob die Geschichten stimmen, dass Sie zum Beispiel sich 6-mal am Tag auf einem Bein stehend die Zähne putzen. Ja, das wird dann immer so ein bisschen zusammengefasst. So. Ich putze mir die Zähne, also sagen wir mal morgens nach dem Aufstehen und dann nach jeder Mahlzeit, wenn ich denn eine Zahnbürste, also möglichst auch meine, zur Hand habe. Und das kann dann bis zu 6-mal sein am Tag. Das habe ich mal ausgerechnet. Das ist also höchst, also schlimmsten Fall ist, oder höchsten Fall ist, ist das 6-mal am Tag. Und morgens mache ich das auf einem Bein immer abwechselnd. Ja, das sind so kleine Ritualen, die ich so habe. Ja. Aber nur morgens, das auf dem Bein stehen. Ja. Richtig. Außerdem sollen Sie ein leidenschaftlicher Esser von Knoblauch, Zwiebeln und Ingwer sein. Das, aber jetzt haben Sie ja da, haben Sie nichts gebrochen. Da, und wie? Das ist doch weit. Wozu das viele Zähne putzen, wenn man so viel Knoblauch isst? Ja, ja, so kommt halt eins zum anderen. Das ist der Ursprung und Wirkung. Ja, ich, es gibt also Studien über die Gesundheit von Knoblauch und Zwiebeln. Also man hat ja zum Beispiel, ich glaube, amerikanische Forscher haben mal festgestellt, dass die alten Pyramidenbauer in Ägypten, das war die einzige Bevölkerungsschicht damals, die nicht von diesen schweren Seuchen befallen wurde. Man wusste lange Zeit nicht, warum. Und man führt das eigentlich darauf zurück, dass die fast ausschließlich Knoblauch, Zwiebeln, Fladen und Wasser zu sich genommen haben. Und das okay. Müsste wohl sehr entzündungshemmend sein. Abgesehen davon verdünnt es das Blut und ist sehr gesund. Und ich mag es auch recht gerne. Aber ich esse es, sagen wir mal, mehr, als ich es vom Mögen her müsste. Und wie ist das bei Dreharbeiten? Nehmen Sie da bitte eine andere Phase? Muss ich auch mögen. Also es gibt keine Phase der Rücksicht. Ja. Wenn mir jetzt jemand sagt, speziell auf der Bühne natürlich, dass man das sehr empfindlich ist, dann nehme ich dann schon Rücksicht drauf, natürlich. Aber bis jetzt hatte ich da immer ganz ziemliches Glück. Und ich sage dann auch immer, woher es kommt. Das ist kein fauler Zahn. Okay. Kommt nicht. Also, dann ist es vielleicht auch ein bisschen beruhigender für das Gegenüber. Und diskutieren Sie das mit Ihrer Frau oder ist das einfach gesetzt? Den Konsum von Knoblauch? Ja. Nee, Victoria, die hat mich so kennengelernt und so werde ich mich auch verabschieden. Sehen Sie, wie das Paar zu Hause sagt, manche Sachen darf man einfach nicht ändern, es geht einfach nicht. Das scheint ja gut zu laufen, also von daher, alles was gut läuft, sollte man lassen. Ja, ja, sie kommt ja aus dem Libanon, da wird ja auch ziemlich viel gekocht. So das passt natürlich gut. Ja, 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 die stört das überhaupt nicht. Was ich dann noch erfahren habe, ist, dass Sie zu den wenigen Menschen gehören, die bekennen und sagen, ich bin ganz froh, dass ich zu meiner Zeit Kind war und nicht heute. Mhm. Warum? Meistens sage ich das im Zusammenhang mit Jobsuche. Ist dieser Satz bestimmt schon ein paar Mal gefallen von mir. Wenn ich mich so in die Lage meiner Kinder versetze, die jetzt unterschiedlich in Alter sind. Mein ältester Sohn ist 28 und dann sind sie 14 und 9. Dann sage ich mir, und wenn ich das so mitkriege von jungen Menschen heute, dann sage ich mir oft, was das betrifft, bin ich zumindest recht froh, dass ich in meiner Zeit gelebt habe. Denn heutzutage, also wenn du damals gesagt hast, was ich nicht habe, du machst das Abitur, dann warst du ja ein gemachter Mann, dann hattest du sicher Arbeit und das war in Ordnung. Aber heutzutage ist das ja auch kein Garant mehr. Also ich weiß nicht, was man heute anstellen muss. In jedem Fall muss man viel Glück haben, um eine ordentliche Arbeit zu finden als junger Mensch und eine Perspektive. Und allein deswegen bin ich ganz froh, dass ich zu meiner Zeit gelebt habe. Denn sowieso, ich bin 1953 geboren, in Deutschland. Ich sage das ja oft aus einer Vogelperspektive beobachtet, wo und wann, unter welchen Umständen ich auf die Welt gekommen bin. Das ist, als hätte man dreimal sechs Richtige im Lotto hintereinander. Das waren diese das nach dem Krieg, genau, dieses Wirtschaftswunder mitgemacht als Kind. Die Mutter hatte in der Schwangerschaft schon genug zu essen, sodass du vernünftig da gedeihen konntest und gesund warst. Und du hast bis jetzt, toi toi toi, habe ich keinen Krieg mitgemacht und so weiter. Ja. Aber Sie sind
wenn Sie sagen, heute sehr viel Leistungsdruck an den Schulen. Sie sind an sieben verschiedenen Schulen. Sechs. Also okay, dann korrigieren wir das heute, das ist ein historischer Irrtum. Sechsmal mussten Sie die Schule wechseln. Waren aber zwei Umzüge auch dabei. Ja. Okay, also viermal mussten Sie, zweimal... Fanden das Ihre Eltern im Prinzip okay? Ach, teilweise wussten die gar nichts davon. Ich habe mich bei meinem zweiten Gymnasium habe ich mich selber abgemeldet. Ist nicht wahr. Ich konnte recht früh die Unterschrift von meinem Vater nachmachen, weil diese schlechten Arbeiten da in der Schule noch diese unangenehmen Begleiteffekt hatte, dass die unterschrieben werden mussten von den Eltern. Und das habe ich dann schnell, sagen wir mal, selber übernommen. Das muss man sich mal vorstellen, heute bei den Helikoptereltern, ja, die Kinder praktisch noch zur Abiturprüfung begleiten, damit sie nicht die Straße überqueren müssen, haben nicht mal mitgekriegt, dass sie die Schule gewechselt hatten. Und ja, dann schon. Aber diese Abmeldung, die habe ich, wie gesagt, selber unterschrieben. Und die waren sehr verwundert, dass ich auf einmal von der Schule abgemeldet habe. Aber auch deswegen, ich bin dann irgendwann gar nicht mehr zur Schule gegangen. Aber das ist natürlich gut vor, um die Uhrzeit. Vor dem Abitur? Bitte? Vor dem Abitur ja, haben Sie abgebrochen. Vor dem Abitur, Obertertia. Mhm. Und war das für Ihre Familie eine Überraschung? Hat Ihre Familie es noch mitbekommen, dass Sie dann als Schauspieler eine große Karriere gemacht haben? Mein Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Also er hat schon viel teilgenommen. Der war auch, sagen wir mal, eben an den Anfängen, wenn ich so in kleinen Theatern gespielt habe, dann saß er auch immer in der ersten Reihe und so. Der hat schon viel mitgekriegt. Mhm. Meine Mutter lebt noch, die ist 92 jetzt. Und die kriegt natürlich auch noch alles mit. Gute Gene. Ja. Ja. Also Knoblauch plus die Gene, also wären 116, denke ich. Ja, schauen wir mal. Ich habe diese Woche ein schönes Erlebnis gehabt. Ich war nämlich in einem Film von ihm, der am 3. November starten wird. Und deswegen ein schönes Erlebnis, weil nach vielen Monaten, fast einem Jahr, erbitterter Diskussionen, die viel vergiftet haben, jeder kennt das aus seiner eigenen Firma, auch selbst aus dem eigenen Freundeskreis, aus dem Verein, sich an ein Thema ranwagt und es komisch umsetzt, nämlich die Flüchtlingskrise. Und der Plot der Geschichte ist, eine Familie in München, Vater, Chefarzt, ein bisschen schon schlecht gelaunt, Mutter, Heiner Lauterbach, Mutter unglaublich mit Helfersyndrom ausgestattet, will jede Maus retten. Und viel Rotwein. Trinkt auch ganz gerne und die beschließen, einen Flüchtling aufzunehmen. Das heißt, die Frau beschließt mehr als er. Ja, ja. Er sagt dann, oh Gott, reicht es nicht, dass Angela Merkel schon die halbe dritte Welt reingelassen hat. Da müssen wir jetzt auch noch einen reinnehmen. Und da hat der Regisseur selber einen kleinen Zusammenschnitt gemacht von diesem Film, damit wir einen Eindruck bekommen. Mhm. Bitte sehr. Oh, ja. Lass mich kurz erzählen, wir haben ja sehr oft Filme, die wir hier besprechen mit Schauspielern. Ich habe Giovanni noch nie in einer Redaktionskonferenz so erlebt. Er hat ihn nämlich gesehen, als einziger von uns in einer Vorführung, extra für ihn. Mhm. Und saß in der Konferenz gestern und hat bestimmt 15 Minuten Szenen aus dem Film nacherzählt, sich dabei ömmelig gelacht und sich auf die Schenkel geklopft. Also es muss ein unglaublich lustiger Film sein. Ja, weil es was Befreiendes hatte. Ja? So viel. Und also vollständigkeitshalber muss man sagen, dass Ihr Filmsohn heute auch hier sitzt. Ja, Florian. Hallo. Der einen ADHS-Manager verkörpert und sich, wenn das stimmt, selber eine Szene in den Film reingeschrieben hat. Nein, ich hab's nicht geschrieben. Ich habe nur mit Simon drüber gesprochen, dass man das vielleicht noch ein bisschen auf die Spitze treiben könnte. Und zwar wird er an einer Stelle, darf man es verraten, an einer Stelle wird er... Er wird verrückt. Er wird verrückt und wird rausgetragen von den Pflegern, wie man das sich so vorstellt. Oh, das darf man nicht verraten, aber jetzt auch schon zu spät. Okay. Ja, genau, die falsche Fährte. So. Also, die nehmen wir auf, ich erzähle jetzt nicht den ganzen... Ich mache jetzt nicht nochmal das, was... Und am Ende, das Film geht so aus. Der Schluss ist das Beste. Der Schluss ist das Beste. Nehmen wir mal den Schluss. Der Schluss ist genial, weil der ganze Abspann ist schon vorbei. Und dann erscheint noch mal Heiner mit Jalla dein Bild. Aber das dürfen wir jetzt wirklich nicht verraten, oder? Nein. Okay, nein. Wann läuft der Film? Wann geht das aus? 3. November. 3. November. Okay. Und sagen Sie mal, Sie haben ja mal, also lange ist es her, aber das war damals aufsehenerregend, Helmut Kohl unterstützt. Mhm. Haben Sie... Mit Geld? Ja, auch mit Geld. Auch mit Geld. Du warst das. Nein, das ist der Witz, das ist gar nicht so daneben.
Der Witz ist gar nicht so daneben, weil es ging, es war eine Spätfolge der Spendenaffäre. Und dann gehörten Sie zu denen, die gesagt haben, er soll eine kleine Kompensation erhalten für die große Strafe, die er kassiert hat. Sind Sie ähnlich begeistert im Moment von Angela Merkel wie damals von Helmut Kohl? Es ist zunächst mal nicht so, dass ich so begeistert war, also dass das die Begeisterung war, sondern ich habe so eine gewisse Vorstellung von Freundschaften und wie man sich da verhält. Und mir sind damals zu viele rumgetrampelt auf dem Herrn Kohl. Und deswegen habe ich gedacht, ich stelle mich mal dagegen und mache das mal. Von Frau Merkel bin ich schon ziemlich lange begeistert. Da war sie noch nicht Kanzlerin auch. Und wenn Sie das, diese Flüchtlingsreaktionen jetzt ansprechen, ich finde das toll, dass sie diese Empathie als Politikerin in dem Amt zeigt, dass sie sie hat erstmal und dass sie sie zeigt. Dann glaube ich, um das mal, sagen wir mal zu verkürzen, das Ganze, glaube ich, dass von der ganzen Regierung nicht, sagen wir mal, bis ganz zum Ende gedacht worden ist. Denn diese Leute sitzen jetzt in diesen Heimen und wissen nicht, was sie machen sollen. Testosterongesteuerte junge Männer sitzen da auf Stühlen rum und dürfen nicht raus und so. Also das ist eine große Problematik. Ich glaube auch nicht, dass die Grenze nach oben unendlich ist, wie sie das behauptet hat. Trotz allem, wenn Elton John ihr schöne Grüße schickt mit Love and Respect, Elton John, dann bin ich schon ein bisschen stolz darauf, dass das unsere Anführerin ist. Gilt das auch für Sie, Florian David Fitz? Merkel-Fan wegen der Flüchtlingspolitik? Naja, also Fan ist so ein Wort. Also ich respektiere die zutiefst, ja. Und ich weiß, dass sie außerhalb von der Öffentlichkeit auch sehr viel Humor hat. Hört man immer wieder, was auch nicht, was man auch nicht vergessen darf. Hatte Kohle uns auch. Ja, und auch eine Haltung hat. Und jetzt hat sie eine Haltung bewiesen. Und natürlich versucht sie, das jetzt einzupacken. Und mit dem, dass man jetzt alle sagen, wir sind nicht darauf vorbereitet und das ist alles so Schritt für Schritt, ja, wie soll es denn sonst sein? Das ist ja wie eine Welle gekommen. Und natürlich muss man jetzt damit umgehen und das Schritt für Schritt machen. Und muss halt aufpassen, dass weder die einen von rechts noch die anderen von links irgendwie kapern und man irgendwie eine vernünftige Debatte und einen vernünftigen Weg finden kann. Und ich glaube, man ist auf einem guten Weg. Ja. Man erlebt ja jetzt, Herr Schneider, Sachen, die Sie sich nicht hätten vorstellen können in Ihrer ganz aktiven Kabarettzeit. Nämlich, dass es lauter gestandene Linke gibt, die für Frau Merkel schwärmen. Gehören Sie dazu? Sollte sie noch mal antreten? Die Grenzen verlaufen nicht mehr zwischen links und rechts. Schon lange nicht mehr. Sondern sie verlaufen zwischen Vernunft und Unvernunft. Sie verlaufen zwischen Anständigkeit und Unanständigkeit. Sie verlaufen zwischen Zynismus und Menschenliebe. Und da muss man sich überlegen, wo anteilig mehr ist, zu dem man Sympathie empfindet. Wenn Sie nicht Österreicher wären, wären Sie versucht, Frau Merkel bei den nächsten Wahlen zu wählen? Nein. Nein, ich würde links wählen. Trotzdem links? Ja. Jetzt habe ich Ihrer beider Votum für diese Flüchtlingspolitik mit den Abstrichen gehört. Würden Sie denn auch selber, wie der Heiner Lauterbach im Film, einen Jala, einen Flüchtling aufnehmen? Also ich lebe auf 65 Quadratmeter, da wäre das mir ein bisschen zu nah. Aber, aber Sie haben ein sehr schönes Haus am Starnberger See. Ja, das ist auch sehr voll. Also wir haben da, ich weiß nicht, wer da alles rumflitzt, wir haben also einen Gärtner, dann haben wir die Frau Block, das ist so ein Faktotum, dann haben wir eine Haushälterin, dann haben wir eine Au-pair-Mädchen. Da fällt doch einer mehr oder weniger gerne. Handwerk am Haus und Kinder. Nee, ich bin da der Flüchtling manchmal und fliehe dann ins Schlafzimmer, weil ich, und dann stehen immer 7, 8 Wagen in dem Hof rum. Und ich denke mal, wer ist denn das alles? Und dann haben die Kinder Besuch und so. Also abgesehen davon, ich will Viktoria jetzt nicht vorweggreifen, meiner Frau, aber die würde das schon nicht gestatten. Bei uns wäre das genau andersrum. Ich wäre der Empathische, sehr wahrscheinlich. Viktoria würde sagen, das kommt gar nicht in Frage. Was machen wir denn, wenn der mit den Kindern alleine ist? Du weißt ja gar nicht, wer das ist. Solche Ängste sind da. Naja, die haben in Bezug auf unsere Familie kennt die da keinen Spaß. Und auf ihre Kinder, auf das Wohl der Kinder, da ist die sehr vorsichtig. Aber ich meine, wir machen uns jetzt so ein bisschen lustig drüber. Aber nee, ich glaube tatsächlich, ich habe nur gefragt. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Weg wäre. Vielleicht ist es auch total naiv gedacht. Ja? Aber wenn man ein bisschen Platz hat, es gibt viele Leute, die Hilfe gebrauchen können. Es gibt in Deutschland viele Leute, die allein in ihren Häusern sind und irgendwie nicht mehr raus können und die Einkäufe nicht mehr tragen können oder was auch immer.
Und die Leute, die bei Familien landen, sind auf jeden Fall am schnellsten integriert, weil sie einen ganz anderen Anschluss haben. Weil für Leute, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, das darf man auch nicht vergessen, und das zeigt der Film nämlich auch sehr gut, ist dieses Land ganz schön verwirrend. Und das ist der Trick, den Simon Verhoeven, der Regisseur, macht. Er zeigt quasi uns und unser Land mit seinen ganzen durch die Augen. Spinnereien durch die Augen von Diallo. Also man lernt da auch was drüber. Und ich glaube, dann werden die Leute Das ist mein Handy, Entschuldigung. Dann nett, wenn Sie es ausschalten. Nein, es ist aus. Es war nicht mein Handy, ich habe nur versucht, die Technik zu retten. Ah, es war Heiner Lauterbach. Nein. Letzte Frage. Ja. Interessanten Vorschlag. Und auch ein Vorschlag, der einiges dann auch entlarvt, wie sich dann Leute verhalten. Aber weil Sie gerade auf Ihre Frau verwiesen haben, ich habe erfahren, dass Sie auf Facebook sind. Jedenfalls, ich habe einen Post von Ihnen gesehen. Und da wird Ihnen die Frage gestellt, wer ist bei Ihnen zu Hause der Boss? Und die Antwort bei Ihnen war sehr klar. Schauen Sie mal. Können Sie sich erinnern? Ach so, dieses Bild da, ja, genau. Die Antwort ist, ich muss erst meine Frau fragen. Ist es so? Ja, also vor einiger Zeit hat es geklingelt bei uns an der Tür und ich mache die auf und da stehen da 5, 6 Handwerker und gehen ziemlich schnell an mir vorbei und beachten mich kaum und sagen, wo ist denn die Chefin? Und sind dann gleich weiter, ja. Die haben Sie nicht erkannt? Es scheint was dran zu sein. Doch, schon erkannt, aber ich bin nicht würdig, da Sache, sich mit mir zu unterhalten. Da. Victoria führt ein hartes Regiment da zu Hause. Ich glaube, es bekommt Ihnen ganz gut. Ja, Heiner Lauterbach. Ja, ja. Vielen Dank. Ja, danke. Ja.